Tag. Hier ist Olaf Mobiflip und wir befinden uns auf der CES 2014 am Stand von LG und haben uns mal das LG G-Flex angeschaut, welches ja auch nach Deutschland kommen wird demnächst und hier in den USA schon erhältlich ist. Es handelt sich hier quasi um ein G2, welches aber mit einem gebogenen Display daherkommt, wie ihr hier seht. Das Gerät lässt sich allerdings nicht biegen oder irgendwie anderweitig verändern. Es hat eigentlich nur ein gebogenes Display und das war es dann auch schon. Die Software hier ist final, also funktioniert alles soweit astrein. Also es wirklich gesagt, das Gerät ist quasi identisch zum G2 und besitzt auch von der äußeren Optik her die gleiche Optik. Man hat quasi das G2 genommen, das Display ein bisschen größer gemacht und es gebogen. Das ist eigentlich quasi schon alles zum G2. Also es ist ein großes Gerät, wie wir es kennen, mit der aktuellen Software und mit einer ordentlichen Hardware. Und welche Vorteile gebogene Displays haben werden, ist mir jetzt noch nicht ganz ersichtlich. Aber LG hat es schon mal auf den Markt gebracht, wahrscheinlich mehr so als Technik-Demo. Ich würde wahrscheinlich eher zum G2 greifen, weil ich jetzt keinen Mehrwert sehe, warum ein Display gebogen sein sollte. Aber LG hat es schon mal auf den Markt gebracht, um zu demonstrieren, dass es geht. Es geht. Und ja, soweit dazu. Mehr gibt es eigentlich zum G-Flex nicht zu sagen. Sobald es in Deutschland auf dem Markt kommt, werden wir uns natürlich trotzdem noch mal genauer anschauen. Aber hier mal ein kurzer Eindruck von der CES. Es liegt gut in der Hand. Das Gebogene ist aber auch hier kein Vorteil beim Heben in der Tasche. Auch nicht. Also es ist im Prinzip auch nur eine leichte Biegung. Ich weiß nicht, ob man das im Video so gut sieht. Aber ja, hier sieht man es doch ganz gut. Ja, soweit erstmal zum G-Flex. Und alles Weitere dann, wenn das Gerät in Deutschland erhalten ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.